Jetzt sind wir zum fünften Mal Hohenloher Bauerntag an Lichtmess. Also das war ein wichtiger Schritt, dass wir diese alte Tradition wieder aufleben lassen. Das ist der bäuerliche Festtag im Jahr. Und das machen wir jetzt wieder seit 5 Jahren. Und wir feiern auch, wir Bauern und die Bürger aus der Region sind eingeladen. Lieber Rudolf Bühler, liebe Christina Bühler, zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich heuer zum dritten Mal hier reden darf. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass der Vertreter eines Natur- und Umweltschutzverbandes zu einer zentralen Veranstaltung von Bäuerinnen und Bauern eingeladen wird. Deswegen ist das in der Tat für mich auch eine besondere Ehre, aber auch Verpflichtung, das, was ich hier vertrete, dann im Rahmen meiner Möglichkeiten auch dazu beizutragen, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Ich möchte mit diesem Dank für die Einladung heute auch verbinden den herzlichen Dank an die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall für den jahrzehntelangen Einsatz letztendlich für ein gemeinsames Anliegen, nämlich für eine faire Partnerschaft von Bäuern und Bäuerinnen mit Tier und Pflanzen, mit Verbraucherinnen und Verbrauchern in einer heimatlichen Region. Und wie Herr Ministerpräsident Kretschmann, wo ich mich auch sehr freue, dass Sie noch da sind, während ich rede, das werden Sie ja zutreffend gesagt haben, wie in einer Zeit leben, in der es notwendiger denn je ist, das Gemeinsame wieder in den Vordergrund zu stellen und nach gemeinsamen Lösungen, ausgehend auch von kontroversen Debatten, zu ringen, danke ich Ihnen auch, Herr Ministerpräsident, bei dieser Gelegenheit ausdrücklich für Ihren persönlichen Einsatz für dieses gemeinsame Anliegen, nicht nur in Verbindung mit dem Volksbegehren zum Insektenschutz. Ich glaube, Sie haben damit auch deutlich gemacht, was die Aufgabe eines Ministerpräsidenten, eines Regierungschefs in einer kritischen Zeit ist, nämlich nicht zuzuschauen, Konflikte treiben zu lassen, um am Ende vielleicht dann sich bei denjenigen, die sich durchgesetzt haben, einzustellen, sondern einem demokratischen Prozess zu vermitteln, und zwar nicht nach unten, sondern nach oben. Und dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Sehr geehrte Ehrengäste, liebe verehrte Bäuerinnen und Bauern, der Hohenloher Bauerntag hier und heute findet in einer Zeit des Umbruchs statt. Wir haben lange von Entwicklungen gerade im Bereich des Natur- und Umweltschutzes gesprochen. Wir haben davor gewarnt, Entwicklungen, die zunehmend Realität werden. Der Klimawandel, er ist nicht mehr eine Fata Morgana, er ist auch zur Klimakrise im eigenen Lande geworden, die wir gerade im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Produktion zunehmend auch persönlich spüren. Wenn unsere Quellen von Fließgewässern, ich denke hier an die Fränkische Aisch, in den letzten Monaten versiegt ist, wenn Bäuerinnen und Bauern aus entsprechenden Gebieten, wo es monatelang nicht geregnet hat, davon sprechen, dass sie aus extremen Trockenregionen kommen, wenn die Wälder sichtbar dahin siechen mit Milliarden Schäden im Bereich unserer Forste, dann ist die Klimakrise Realität. Auch wenn wir in einem Großteil der Bevölkerung sie noch nicht spüren, denn unsere Läden sind nach wie vor voll,
Wir haben nach wie vor genügend Wasser aus unseren Wasserhähnen. Wir haben nur einige wenige Regionen, in denen tatsächlich gespart werden muss. Aber die Zeichen sehen so, dass wir aufhören müssen, so zu tun, als wäre die Klimakrise nur eine Krise ferner Regionen. Wir sind mittendrin und wir stehen erst am Anfang. Und das gilt auch für den Rückgang von Tier- und Pflanzenarten, wie das ja bereits Herr Ministerpräsident aufgezeigt hat. Und es freut mich bei einem solchen Anlass, einmal nicht selbst solche Zahlen aufzählen zu müssen, sondern zitieren zu können. Wir erleben einen dramatischen Rückgang, aber wir erleben auch, und das lässt hoffen, offensichtlich ein wachsendes Bewusstsein in der Bevölkerung, wie es sich dokumentiert in dem Volksbegehren hier in Ihrem Bundesland oder wie es sich dokumentiert hat in dem Volksbegehren in Bayern, Rette die Bienen, wo über 1,7 Millionen Menschen während einer relativ kurzen Einzeichnungsfrist von 14 Tagen auf die Rathäuser gegangen sind, um sichtbar, auch gegen massive Proteste der Regierungsfraktionen bzw. des Bauernverbandes, sich sichtbar dafür auszusprechen, dass es zu einer Volksabstimmung kommt. Dieses neue Bewusstsein, es lässt hoffen, nämlich, dass immer mehr Menschen in der Tat begreifen, Herr Kretschmann, so wie Sie es treffend im Zitat von Konrad Lorenz ausgeführt haben, dass wir uns in einem gemeinsamen Netzwerk des Lebens befinden und dass die Löcher in diesem Netzwerk immer größer werden und dass am Ende auch wir selbst davon betroffen sind. Auch die Fragen der Art und Weise, wie Tiere gehalten werden, wie unser Grundwasser belastet ist, wie die Böden, in welchem Zustand sich befinden, sie beschäftigen immer breitere Kreise der Bevölkerung. Und allzu häufig haben viele Bäuerinnen und Bauern den Eindruck, die ganze Debatte wird auf ihrem Rücken abgeladen. Sie sind diejenigen, die allein offensichtlich dafür verantwortlich sind. Und deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, die Bäuerinnen und Bauern, sie sind natürlich in vielen Fällen diejenigen, die entsprechend amtlichen Vorgaben wirtschaften, amtlicher Beratung, ihrer eigenen Ausbildung wirtschaften. Aber sie sind am Ende genauso wie wir alle Opfer einer Entwicklung, die wir dringend ändern müssen, nämlich der Entwicklung der Industrialisierung der Landwirtschaft, weg von einer bäuerlichen zu einer industrialisierten Landwirtschaft. Und diese Entwicklung ist nicht gekommen, weil die Bäuerinnen und Bauern es so gewollt haben, nein, weil sie letztendlich von der Gesellschaft so gewünscht waren, weil sie politisch seit Jahrzehnten so umgesetzt worden ist, wenn ich gerade an die Grundprinzipien der europäischen Agrarpolitik denke. Dann war es nicht das Leitbild eines bäuerlichen, kleineren und mittleren, standortsgebundenen landwirtschaftlichen Betriebes. Nein, dann war es das Leitbild eines hochspezialisierten Tier- oder Pflanzenproduktion und innerhalb der Tierproduktion noch einmal spezialisierten, leistungsfähigen, zukunftsfähigen, weltmarktwettbewerbsfähigen Betriebes, der letztendlich natürlich nur dann zu Weltmarktpreisen produzieren kann, wenn er möglichst viel der Vorleistungen zukauft, wenn er möglichst kostengünstig produziert, indem er einen Großteil seiner Produktionskosten auf die Allgemeinheit abwälzt. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist letztendlich ohne eine Änderung der europäischen Agrarpolitik der überfällige Kurswechsel nicht möglich, auch dann, wenn ein Bundesland wie Baden-Württemberg sich an die Spitze dankenswerterweise einer anderen Bewegung stellt.
Denn wir brauchen nicht nur eine Umschichtung der Gelder hin zu denjenigen, die tatsächlich Leistungen für das Leben bringen, die Leistungen für die Erhaltung der Kulturlandschaft bringen. Und wir wissen seit Jahren inzwischen, dass gerade zum Beispiel kleinstrukturierte landwirtschaftliche Betriebe mit die höchste Leistung bringen, weil sie die meisten Grenzlinien zwischen den verschiedensten Lebensräumen hat, in denen die entsprechenden Arten sich zurückziehen können. Das heißt, das, was scheinbar überholt, was hinfällig ist, was von gestern ist, es ist das, was letztendlich eine Zukunft nicht nur den Insekten, sondern auch uns selbst gibt. Meine Damen und Herren, von daher braucht es in der Tat diesen Gesellschaftsvertrag, Herr Ministerpräsident Kretschmann, von dem Sie gesprochen haben. Denn die Bäuerinnen und Bauern haben das gemacht, was die Gesellschaft von ihnen und die Politik erwartet hat. Es sind Milliarden ausgegeben worden, um die Fluren herzurichten, manchmal hinzurichten. Die Gewässer, die ausgebaut worden sind, die sind ausgebaut worden, damit die Fluren kostengünstiger bewirtschaftet werden. Die Pestizide, die zugelassen worden sind, die haben nicht die Bäuerinnen und Bauern entwickelt. Die sind in den Laboren der Agrarchemie entstanden. Sie sind amtlich zugelassen. Sie haben einen amtlichen Unbedenklichkeitsschein. Und deswegen gehört bei der Glyphosat-Diskussion gehören nicht die Bauern und Bäuerinnen auf die Anklagebank, sondern die Zulassungsbehörde in Berlin, die diesen Mitteln die Unbedenklichkeit bescheinigt hat. Und wir haben es bei der Diskussion mit Atrazin vor Jahrzehnten erlebt. Die Bauern haben mal gesagt, ihr habt unser Grundwasser vergiftet, weil sie in den vorgeschriebenen Dosen Atrazin ausgebracht haben. Es ist in den Grundwässern gefunden worden. Aber diejenigen, die diese Mittel produziert und zugelassen haben, die saßen nie, auch nie auf der gesellschaftlichen Anklagebank, sondern die Bauern waren die Opfer der gesellschaftlichen Diskussion. Und das, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft dringend ändern. Und deswegen brauchen wir eine Zulassung auch von diesen Mitteln, die tatsächlich den Namen Zulassung verdient, damit die Bauerninnen und Bauern die Mittel, die sie ausbringen, auch mit gutem Gewissen ausbringen können und nicht am Ende dafür den Kopf hinhalten müssen. Eine Änderung der Agrarpolitik ist damit überfällig. Und sie ist vor allem deshalb überfällig. Und dafür auch Ihnen noch einmal, Herr Ministerpräsident, ausdrücklichen Dank, weil eben die Landwirte nicht nur unsere Lebensmittel produzieren, sondern weil wir ohne sie kein einziges unserer zentralen Natur-, Umwelt- und Klimaschutzziele erreichen. Wir brauchen humushaltige Böden, wenn wir tatsächlich unser Klima retten wollen. Dafür brauchen wir eine Kreislaufwirtschaft, dafür brauchen wir auch Tiere, die letztendlich die Humusgehalte unserer Böden sichern. Wir brauchen eine entsprechende Vielfalt in der Kulturlandschaft, wenn wir die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten erhalten wollen. Wir brauchen eine standortgebundene Landwirtschaft, wenn wir unsere Böden und unser Wasser sauber halten wollen. Und wir brauchen letztendlich eine Landwirtschaft, welche standortsbezogen wirtschaftet, um unser Klima zu schützen. Das heißt, Landwirtschaft, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Positionen, die wir in die Gesellschaft, in die verantwortliche Politik hineintragen müssen, darf nicht länger als eine Sektorwirtschaft betrachtet werden. Die Landwirtschaft steht im Mittelpunkt aller politischen Ziele, denn die Landwirtschaft entscheidet letztendlich zentral über unser Leben. Und damit sind die Bäuerinnen und Bauern nicht irgendein Randproblem, sondern sie sind die Zukunftsträger unseres Landes. Wir brauchen eine Änderung also damit unseres bisherigen Denkens.
Im Mittelpunkt muss stehen die Erhaltung bäuerlicher Strukturen. Die Bauern, sie sind nicht diejenigen, die geopfert werden dürfen auf dem Altar unserer Ausbeutungsgesellschaft, weder national noch weltweit. Deswegen eine dringende Bitte auch an das Bundesland Baden-Württemberg, auch an Sie persönlich. Wir haben seit Jahren den Weltagrarbericht, der sagt, ohne bäuerliche Strukturen haben wir keine Chance, die Welt mit über 9 Milliarden Menschen in Zukunft zu ernähren. Die bäuerlichen Strukturen sind also das, was wir halten müssen. Deutschland hat bis heute diesen Weltagrarbericht nicht unterschrieben. Ich halte das für eine nationale Schande. Meine Damen und Herren, wenn unsere verantwortliche Politik überall das hohe Lied der Bäuerinnen und Bauern spricht, gerade in konservativen Kreisen, und dann nicht den Mut hat, diesen Weltagrarbericht zu unterschreiben. Und deswegen hoffen wir, dass das sich ändert. Und warum sind die bäuerlichen Strukturen so wichtig? Weil bäuerliche Strukturen ein anderes Denken haben. Sie denken letztlich in Generationen. Sie denken in Verantwortung. Sie denken nicht in Gewinnmaximierung, sondern sie haben ein dem Gemeinwohl grundsätzlich verpflichtetes Denken und sie sind damit die Grundlage nachhaltigen, generationenverträglichen Wirtschaftens. Und wir haben erlebt im Ostdeutschland, wenn die bäuerlichen Strukturen einmal verschwunden sind, dann kommen sie nicht wieder. Dann entscheiden am Ende die Kapitalgesellschaften, was und wo und wie gewirtschaftet wird. Und am Ende entscheiden internationale Kapitalfonds, wem das Land gehört. Das ist der Prozess, der im Moment in den ostdeutschen Bundesländern abläuft. Geldanlage für internationale Kapitalfonds, meine Damen und Herren. Wenn wir es ernst nehmen mit unserer Wirtschaftsform, soziale Marktwirtschaft, dann heißt die dezentral, dann heißt die Eigentümerverantwortung im Mittelpunkt. Und deswegen ist bäuerliche Landwirtschaft kein Auslaufmodell. Und dann brauchen wir eine Änderung der europäischen Agrarpolitik, die endlich erkennt, die Priorität muss der Binnenmarkt haben statt dem Weltmarkt. Weltmarkt heißt ruinöser Wettbewerb zulasten bäuerlicher Strukturen. Dann ist auch ökologischer Landbau keine Nische mehr, sondern die Zukunft. Und dann brauchen wir öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen, damit wir tatsächlich auch das honorieren, was in regionaler Verarbeitung in Zukunft entstehen muss. Denn wenn die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall so ein Vorbild ist, dann ja nicht zuletzt deshalb, nicht nur, weil sie den Bäuerinnen und Bauern entsprechende Entwicklungen gemeinsam erarbeitet hat für besonders artgerechte Tierhaltung, für Umstellung der Betriebe auf ökologischen Landbau und für artgerechte Tierhaltung insgesamt, für Bindung der Tierhaltung an die eigene Futtergrundlage, sondern dann ist es deshalb ein Modell, weil klar wird, wenn die Bäuerinnen und Bauern mehr bekommen wollen für ihre Produkte und sie müssen mehr bekommen, damit sie überleben können, dann braucht es regionale Verarbeitungsstrukturen, dann braucht es regionale Wertschöpfungsketten, dann brauchen wir Geld nicht für immer größere Schlachthöfe, sondern für regional angepasste Schlachthöfe, für Molkereien, für Bäckereien, damit wir am Ende nicht ein Einheitsbrot in Deutschland haben, weil es nur noch eine einzige Teigsorte gibt, die vom Bäcker noch aufgebacken wird. Meine Damen und Herren, dann heißt Qualität regionales Bewusstsein. Das kann ein Bundesland nicht leisten. Dafür brauchen wir europäisches Umdenken für regionale Strukturen. Und da müssen wir erkennen, die Zukunft auch Europas liegt darin nicht, dass wir den Fortschritt so definieren, je weniger Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt sind, je weniger wir ausgeben als Durchschnittsverbraucher für unsere Nahrungsmittel, umso besser geht es uns. Nein, dann brauchen wir ein Bewusstsein, in dem wir erkennen,
jeder Bauernhof, der verschwindet, ist letztendlich ein Schaden für unsere Agrarkultur, für die ländliche Struktur, für unsere Zukunft. Das heißt, da müssen wir in Zukunft kämpfen für bäuerliche Arbeitsplätze, genauso wie wir kämpfen für andere Arbeitsplätze in Sektoren, meine Damen und Herren, die als solche keine Zukunft mehr haben. Und natürlich brauchen wir auch den Verbraucher und die Verbraucherin, die ihr Umweltdenken nicht an der Ladentheke aufgibt. Sie haben völlig recht, Herr Ministerpräsident, mit Ihrem Beispiel. Es ist das Phänomen in Deutschland, dass dort gespart wird, wo es um das eigene Leben geht. Das müssen wir dringend korrigieren. Es muss den Menschen klar werden, es ist eine Schande, je weniger ihr und wir gemeinsam für unsere Produkte ausgeben, denn dahinter steht letztendlich die Qual von Tieren. Aber nicht nur die Qual von Tieren, sondern auch die Qual von Menschen, die keine Perspektive haben und die sich selbst ausbeuten müssen, damit sie ökonomisch überleben. Und deswegen müssen wir zu einer Gesellschaft kommen, welche stolz ist auf die Qualität der Produktion. Und die Politik muss den Rahmen dafür setzen. Meine Damen und Herren, damit zum Abschluss. Ich glaube, die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, sie kann zu Recht stolz sein auf das, was hier in diesen 35 Jahren auf den Weg gebracht wurde. Sie kann aber vor allem deshalb zu Recht stolz sein, weil das, was hier entstanden ist, nicht nur ein Modell für Hohenlohe ist, sondern ein Modell für Deutschland, ein Modell für die Europäische Union. Es ist etwas, was Zukunft gibt, was Hoffnung gibt, was tatsächlich zu Partnerschaften führt. Und nicht die Digitalisierung der Landwirtschaft oder die neue Gentechnik ist die Lösung, wie sie unsere Bundeslandwirtschaftsministerin in den letzten Wochen immer wieder an die Wand gemalt hat, sondern die Lösung sind solche Modelle wie die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Die gehören in ganz Deutschland gefördert, entwickelt, die Bäuerinnen und Bauern motiviert, dann haben wir gemeinsam eine Zukunft. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, lieber Hubert. Du bist ja schon ein Urgestein unseres Bauerntags und du hältst immer brillante Reden. Wir sind sehr beeindruckt und vor allem kennen wir dich auch als Beistand unserer bäuerlichen Betriebe. Herzlichen Dank. Applaus